Ich muss auf jeden Fall irgendwie nach oben kommen. Da. Was schreist du denn so? Wo geht's denn? Hier. Ich sehe nicht, wo es weitergeht. Da. Ach komm, das ist doch unfair. Ich sehe nicht, wo es lang geht und er beschießt mich die ganze Zeit. Komm, dreh dich um. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich nur noch jetzt hier nach oben muss. Nur noch. Uah. Hör auf, also knapp an mir vorbeizuschießen. Obwohl, schieß bitte knapp an mir vorbei. Nein! Och nee, da hat's mit dem Absprung nicht gestimmt. Oh nö. Aber bitte sag mir nicht, dass ich den ganzen Kampf nochmal machen muss von vorne. Ach, verdammt. Ich meine, okay, es ist ja schön und gut. Aber dann hätte man einen Checkpoint einführen können. Zumindest irgendwie nach dem zweiten Teil oder so. Hui, yay. Hm? Glaubt ihr, baggert's oder was? Ach, Dominik, mach doch mal so einen Kram hier nicht. Ich hab den Rhythmus wieder nicht drin. Ich mache aber auch nicht wirklich Schaden, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, wenn das der letzte Treffer gewesen ist, dann vorerst, dann ist es ja okay. Och, gerade eben sage ich noch der letzte Treffer und dann musst du so einen Käse hier veranstalten. Das ist doch zum Ausrasten. Gehe ich einfach jetzt mal ein bisschen in die Offensive. Ist vergeblich. Ich bin unsterblich. Unsterblich. Nicht unbesiegbar. Oh, komm, lass deinen Käse doch mit deinen doofen Angriffen, nachdem ich dich angegriffen habe. Ja, das wird ja gar nichts hier. Das kann ich euch jetzt schon bescheinigen. Weil ich zu offensiv vorgehe. Wenn ich einfach meine Taktik wie bisher wählen würde, dann würde das auch funktionieren. Hey. Jetzt hat er voll getroffen. Ey, jetzt verliere ich hier so, schon so viel Energie, die ich nicht mehr aufholen kann. Ihr bezahlt für den Frevel, den ihr an meinem Volk begingt. Es ging Ihnen nie besser. Ihr schuldet mir Dank. Sie fristen ein Dasein zwischen Monstern im Dienste eines Wahnsinnigen. Der Preis des Fortschritts. Da habe ich bislang immer Energie verloren. So, okay, dann einfach nur nicht beim zweiten Teil Energie verlieren. Ach. Müsste ja jetzt gleich kommen. Ja, jetzt kommt er. Oh Mann. Nee, komm, das spule ich zurück. Das ist es mir nicht wert. Okay, der erste Angriff sollte dann ja funktionieren. Natürlich nicht, wenn man zu früh drückt. So, jetzt habe ich jede Menge Sand verschwendet. Ui. Da kommt ein Stein. Oh, super. Ach, das ist doch zum Ausrasten hier. So, hoch da und zack. Ob ich das noch klappt? Ob das noch klappt, so. Beziehungsweise, ob ich das noch schaffe. Stein, Stein. Rest vom Visier, Stein. Stein. Dass ich da jetzt schon ein paar Steine rausgenommen habe, macht das natürlich ein bisschen leichter, aber nur wirklich ein bisschen. Okay, das hätten wir auch wieder. Wo war jetzt der Aufgang? Da.
Ich habe noch einen Sand. Nein. Nee, doch, richtige Richtung. Darüber. Okay, es geht noch. Den einen Treffer lasse ich mir gefallen. Welchen Weg habe ich denn da jetzt gewählt? Das ist doch nicht der richtige Weg. Nee, ist es natürlich nicht. Ach, ob das so clever war, den Sand da einzusetzen. Wo jetzt lang? Wo muss ich lang? Och, das sieht man nicht. Darüber? Jo, darüber war richtig. Jetzt da hoch. Dann darüber. Dann darüber. Ah ja, jetzt kommt diese Stelle wieder hier. Die gerade eben. Ah ja. Komm schon. Ich muss den richtigen Zeitpunkt treffen. Komm schon. Diese Welt war nicht für mich bestimmt. Aber es gibt andere. Ich werde meinen Platz finden, wie ihr den euren fandet. Seid nun frei, Prinz. Eure Reise findet ein Ende. Was ist das? All eure Habe gehört rechtmäßig mir. Und mein wird sie sein. Tja, dann denkst du, du hast das Spiel durch? Nix da. Jetzt gibt's noch einen Kampf gegen den bösen Prinz. Was hast du erwartet? Dass ich mich in Luft auflöse, wenn du dem Visier den Schädel spaltest? Oh, du warst so blind. Dein Zug, dein Stolz, deine Selbstsucht. Sie gaben mir Form und Körper. Selbst ohne Sand habe ich die Kraft zu bestehen. Und jetzt, da der Visier tot ist, kann ich deinen Platz einnehmen und das Reich erobern. Und du kannst nicht das Geringste dagegen tun. Das wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht da das Geringste dagegen tun kann. Es ist auf jeden Fall nicht leicht, hier durchzusteuern. Ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen. Zumindest gibt es unendlich viele Versuche. Für mich. Mit der Macht über die Zeit hättest du der Beherrscher des Erdkreises werden können. Was für Kriege hättest du führen können? Was für Monumente wären zu deinen Ehren errichtet worden? Was für Frauen hätten dir zu Füßen gelegen? Achso, das bewegt sich. Das muss man dann erstmal. Ach, guck mal. Sieht aus wie eine Sanduhr. So ein bisschen zumindest. Aber du enttäuschtest mich, Prinz. Du wurdest sanft und weibisch. Meine Versuche, dich zu Ruhm zu geleiten, stießen auf taube Ohren. So wartete ich auf den Moment zuzuschlagen. Guck mal, das kennen wir doch auch noch. Hui.
Aber ich glaube, ich muss da rüberspringen. Nee. Du verdienst nicht, was dir in den Schoß gelegt wurde. Die Macht über ein gewaltiges Reich. Du hättest dir die ganze Welt untertan machen können. Aber du hast deine Kraft vergeudet, Prinz. Und darum gehört sie jetzt rechtmäßig mir. Ihr seid nur ein Parasit. Ihr verdient nichts. Na, das sind harte Worte, aber ich denke, er hat recht. Wirklich? Habe ich es nicht bereits verdient? Glaubst du, du wärst hier ohne mich? Wie oft rettete ich dein Leben? Wie oft machte ich dir den Weg frei und erinnerte dich an dein Ziel? Unterdessen fiel dir nichts ein, als das Los deines Vaters, Kailinas und Haras zu beweinen und ein auch so elendes Schicksal zu verfluchen. Buhu, Prinz! Eure Worte sind inhaltsleer. Das waren sie immer. Ihr seid nur ein selbstsüchtiger Djinn. Wenn ich selbstsüchtig bin, dann nur, weil du es bist. Wenn ich rücksichtslos und ohne Glauben bin, dann nur, weil du es bist. Ich entspringe weder dem Äther noch den Beschwörungen eines wahnsinnigen Wesirs. Ich bin du. Ich habe meine Fehler eingesehen und für die Untaten der Vergangenheit gebüßt. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Jahreszeiten unterliegen dem Wandel. Aber Menschen? Menschen ändern sich nie. Du nennst dich gewandelt, doch du irrst. Lass dein Schwert sinken und gib dich mir hin. Ah, jetzt kommt's hier. Alles auf den Showdown. Raus, denke ich doch mal. Du willst mich also töten? Niederhauen wie die zahllosen anderen Feinde? Schwing dein Schwert, Prinz. Warten wir ab, ob's funktioniert. Ja, wir werden sehen, ob's funktionieren wird. Welch hohe Gewalt. Dein Zorn macht mir Mut. Ich muss also fragen, hast du dich wirklich verändert? Trotz allem stehe ich noch immer hier, vor dir. Ja, aber das wird sich bald ändern, dass du vor mir stehst. Ich traue mich gar nicht so richtig, was zu sagen. Weil das ja ziemlich interessant ist, was da so alles erzählt wird. Das Prinzengemach. Prinz, verlass diesen Ort. Er ist voller Trübsal und böser Gedanken. Wendet euch ab und verscheucht euren Schatten. Wacht auf! Mir nach! Ausgezeichnet! Na, dann wollen wir doch mal ihr nach. Bist du jetzt bereit, die Kontrolle abzugeben? Los, weiter so, Prinz. Ach komm, ich geb dir eins auf die Kasse. Was tust du? Nein, du tust mir weh. Obwohl, gegen die kämpfen scheint ja nicht zu funktionieren. Was haben wir denn hier? Den Thron. Kann ich nicht zerstören. Dann, dann gehe ich doch einfach. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ob das was bringt? Wach auf. Wach auf. Fahrer? Geht's euch gut? Ich glaube, es ist endlich vorbei. Prinz, etwas verstehe ich immer noch nicht. Woher kanntet ihr wirklich meinen Namen? Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Aber ich habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht.
Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin, warum ich so spreche. Kommt, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Und wieder einmal endet das Spiel mit genau diesen Sätzen. Der erste Teil hat so angefangen, der erste Teil hat so geendet und auch der dritte Teil endet so. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Schluss für diese Trilogie. Denn jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem tatsächlich nichts mehr den Prinzen dazu bringen könnte, oder dazu, ja doch, sagen wir, dazu bringen könnte, den Sand der Zeit nochmal freizusetzen. Denn jetzt scheint ja alles in Ordnung zu sein. Gut, dann darf ich jetzt zu meinem Resümee kommen. Insgesamt fällt das Resümee bestimmt sehr gut aus. Sagen wir gut bis sehr gut. Die Geschichte dahinter, diese ganze Zeitreise-Sache, habe ich schon mal erwähnt, finde ich sehr gut, sehr schön. Was das Spiel angeht, an sich, ein paar Stellen waren meines Erachtens zu unausgeglichen. Boah, es ist laut hier. Ja, ein bisschen leiser. So. Also ein paar Sachen waren etwas unausgeglichen. Andere fand ich dann schon... Nein, ich finde das okay. Die Sachen waren etwas unausgeglichen. Manche waren zu leicht, manche waren zu schwer. Aber im Großen und Ganzen ein ordentliches Spiel. Die Kämpfe hätten etwas weniger, ja, ausfallen können. Also die hätten nicht so ganz in die Länge gezogen werden müssen. Die Zwischengegner waren herausfordernd, manchmal etwas unfair, wenn ich da so an die letzte Aufnahme denke, aber im Großen und Ganzen fordernd und machbar. Das einzige Manko, das ich vielleicht so ein bisschen habe, ist der Schluss. Dass man den Visier besiegt, gut. Und dass man dann auch gegen die dunkle Seite antritt, ist auch gut. Aber dass das dann so einfach gelöst wird von wegen, ja, tritt da ins Licht und dann ist fertig, das ist ein bisschen doof. Naja, aber es trägt auch zur Geschichte bei. Der Prinz konnte damit zeigen, dass er sich verändert hat. Und ja, was die beiden dann jetzt so im Nachhinein machen, ja, weiß ich nicht. Wird man wohl auch nie sehen. Sonst müsste man da irgendwie FSK oder USK, FSK, USK, FSK 18 draufpacken. Keine Jugendfreigabe. Ja, was kommt als nächstes? Es wird ein Spiel für den PC sein. Diesmal wirklich für den PC, denn das gibt es nur für den PC, soweit ich das weiß. Das Genre werde ich jetzt mal noch nicht verraten, genauso wenig wie den Titel. Obwohl, ich kann verraten, in dem Titel kommt eine 7 vor. Jetzt kann der ein oder andere ja mal raten, was das ist. Lasst euch überraschen. Bis ihr das Video hier sehen werdet, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Denn ich habe noch ein bisschen Puffer. Aber, ja. Lasst euch überraschen, was da als nächstes kommen mag. Was könnte ich noch denn so über das Spiel hier sagen? Ja, das wird jetzt für eine längere Zeit wohl das letzte Prince of Persia Spiel sein, das ich Let's Playe. Es gibt dann noch mindestens zwei, die ich in Angriff nehmen möchte. Das eine greift wieder auf diese Trilogie zurück, das andere nicht. Und dann gäbe es ja dann immer noch die klassischen Spiele. Ich denke da an Prince of Persia 1 und 2 und dann gab es, glaube ich, noch einen furchtbar schlechten 3D-Teil vor diesen Sands of Time spielen und die würde ich eventuell auch mal noch angehen. Ich sehe das aber jetzt so, dass diese drei Spiele quasi der Neustart für die Prince of Persia Serie waren. Deswegen finde ich das auch in Ordnung so, auch wenn ich Serienspieler bin, dass ich jetzt mit dem Sands of Time Teil angefangen habe. Und sehe dann diese Spielereihe vorerst mal als beendet an. Obwohl, es kommen ja eigentlich noch zwei Spiele, also ist sie nicht beendet. Nee, sie ist nicht beendet, aber Teil abgeschlossen. Sagen wir es mal so. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber
ich sage jetzt einfach, die Trilogie ist abgeschlossen und alles, was dann kommt, wird dann Bonus sein. Aber wie gesagt, da kommt jetzt längere Zeit mal kein Prince of Persia. Der allererste Teil würde sich vielleicht für einen Stream eignen, denn da hat man ja zeitlich, unter anderem zeitliche Begrenzungen drin. Und das würde sich doch ganz ordentlich anbieten, so als Einstiegsspiel vielleicht. Gut, die Credits kommen anscheinend so langsam dem Ende entgegen. Das finde ich auch gut so, denn ich habe nicht mehr so viel zu reden. Ja, da kommen schon die ganzen Technologien, die eingesetzt wurden. Und die Hersteller des Spiels, von wann ist das Spiel genau? 2005. Ja, doch, das kommt gut hin. 2005 habe ich mir das gekauft, während meiner Bundeswehrzeit, um das auf Stube zu zocken. Ihr habt die Sorgentelefon-Spezialwaffe freigeschaltet. Benutzt im Pausenmenü das Steuerkreuz und gebt folgende Kombination ein. Rechts, links, unten, unten, oben, oben, XY, XXY. Drücken Startpause, um das Spiel fortzusetzen. Achso, ja, ich wollte ja mal gucken, was ich mit dem... Ja, ich möchte es hier speichern. Ich mache gleich mal ein bisschen lauter. Ich hoffe jetzt wirklich, dass alles mit der Videoaufnahme in Ordnung ist. Denn sonst wäre das ziemlich hart. Ich habe jetzt 2 Stunden aufgenommen und das wäre echt böse, wenn die weg wären. So, was dürfen wir denn jetzt hier noch machen? Extras. Grafikgalerie. Charaktergalerie. Prinzgalerie. Ja. Kann ich da jetzt... Ja, da kann ich mir Bilder ansehen. Da können wir doch mal durchgehen. Das scheint hier jetzt eine Zeichnung zu sein aus dem ersten Teil. Das hier dann auch. Ja, genau. Das sah noch ein bisschen anders aus. Das hier ist Two Thrones. Sehr schönes Bild. Das hier ist wieder Teil 1. The Two Thrones. Ach, ich gucke mir die jetzt nicht alle an mit euch. Das hier war mal zeitweise mein Wallpaper-Hintergrund. Das da auch. Und das auch. Also das Spiel hat es mir angetan gehabt damals. The Warrior Within, meine ich. Andere Charaktere. Mal sehen, wen wir hier haben. Das Sandmonster. Ja, und da die Tante mit den Vorzügen. Ja, so sah Kailina mal aus. Und so sieht es dann heute aus. Ja, ist ganz nett. Aber ich möchte euch da jetzt nicht alles zeigen. Das zieht das Video eigentlich nur in die Länge. Und da muss natürlich nicht sein. Schöne Idee. Hier mit den ganzen Bildern. Mal sehen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich mit den Krediten anfangen soll. Muss ich mir da eventuell die Videos freischalten? Nö. Dann weiß ich nicht, was ich mit den Krediten anfangen soll. Vielleicht lese ich das mal nach, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Projekt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Projekt wieder. Das geheime Projekt. Und ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ob es jetzt mit dem Spiel an sich war oder dieser einen kleinen Rage-Phase, die ich da drin hatte, oder aber auch mit meinen Kommentaren. Ich weiß ja nicht, ob ich extrem witzig bin. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.